So, 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 YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu City Game Studio My Your Death Adventure Begins. Ja, das haben wir schon mal gespielt. Gibt ein paar Folgen auf dem Kanal, die aber nicht geschnitten sind, sondern in Livestreams von 8 Stunden, weil wir immer durchgezogen haben. Jetzt mal ein kleines Let's Play dazu. Es gab ein paar Updates, Version 1.19.1. Ich glaube, wir haben die 1.00 das letzte Mal gespielt. Ich kann mal gucken, ob wir das sehen, welche Version wir gespielt haben hier. Ne, steht leider nicht mit dabei, welche Versionen das sind. Wir haben auf jeden Fall öfter mal gespielt. Meistens auf Rang Engine-Entwickler und das eine Mal haben wir bis 2061 gespielt. Und ja, wir werden jetzt erstmal damit anfangen. Neues Spiel, was man alles neu einstellen kann. Neues Logo. So, es gibt zufällige Logos, nicht? Man kann aber auch hier sagen, oh, das Logo gefällt mir. Zum Beispiel das und dann kann man auf Logo bearbeiten gehen und hier zum Beispiel noch sagen, da sollen zum Beispiel gelbe Sterne da rein. Wo war die Größe des Dings? Achso, da muss man da, nicht? Dann kann ich hier noch Punkte oder so reinsetzen. Zack. Und schon hast du ein wunderschönes Ananas-Ding oder so. Ja, ich weiß nicht, was machen wir für ein Logo? Wir fangen erstmal mit einer Fläche an. Okay, ich kann nicht sagen, einfärben. Okay, rot. Rot wollen wir auch nicht. Machen wir... Nee, machen wir... Aber pink. Vielleicht eher was Neutrales. Grau. Ja, fangen wir mal mit was Neutralem wie grau an. Und dann machen wir ein cooles Logo. Am besten nehmen wir dein Logo. Hallo Gamer Paddy. Nee, das ist zu aufwendig. Außerdem hat das ja nichts mit unserem Game Dev Studio zu tun. So. Wir brauchen ja ein Game Dev Studio Logo. Ah, wir brauchen, ich würde sagen, dunkellila. Oh, ich weiß, was wir machen. Aber es ist schwierig zu machen. Wir können das hier zum Beispiel einfach nutzen. Nee, das will ich auch nicht. Meine Idee ist blöd, weil das Ding zu klein ist. Weil da müsste ich nämlich... Ich dachte, wir machen so ein... Viereck hier hin. Ein Viereck hier hin. Und dann einen großen Kreis hierhin, ne? Aber das selber zu zeichnen, so eine Art Microsoft-Logo-Duplikat. Oder Google-Dings. Nee, blöd. Man hat halt nicht viel Pinsel zur Auswahl. Man kann natürlich alles einzeln zeichnen, nicht? Wenn man sehr geduldig ist. Das ist doch dein Game Dev Studio. Eben. Und mein Game Dev Studio hat ja nicht mein Logo. Das kriegt ein Logo von mir. Das wäre sonst zu ähnlich. Wir könnten auch einfach so machen. Wunderhübsch, oder? Das wäre doch mal ein Logo. Ich habe keine Idee. Wie wollen wir das überhaupt nennen? Das sieht sogar echt gut aus. Naja. Naja. Sah. Ja, ja. Sah. So gut sah es nicht aus. Wenn man halt noch einen größeren Kreis hätte, wäre es gar nicht so verkehrt. Nicht? Dann könnte ich hier einen großen Kreis machen. Dann kleineren, aber wir könnten hier zum Beispiel versuchen, die Ecke so als Kreis zu machen, in grün. So. Und dann machen wir noch so ein
Saturnring da drum. Ich krieg auch das gleiche Blau gar nicht mehr hin, nicht? Es gibt keine Pipette oder sowas. Oh, hier gibt's noch mehr. Oh, guck mal, hier gibt's noch mehr. Ah, man kann seitlich scrollen. Ah, okay. Da sind die anderen. Oh, so ein Turm. Infograms, nicht? Rockstar oder so? Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ah, Dreiecke und andere Formen gibt es halt nicht. Die musst du selber zeichnen. Oh. Auch Aushöhlen und so gibt es nicht. Das ist ein bisschen blöd. Du kannst aber auch ein Bild importieren. Aber das wollen wir ja auch nicht. Wir brauchen jetzt mal ein schnelles Logo. Wir nennen uns Blue Moon oder sowas einfach. Oh. Manchmal muss einfach auch Schlichtheit gewinnen. Ein wunderherrliches Logo, oder? Vielleicht ein bisschen akkurater können wir es noch gestalten. Wir können uns auch Blue Egg oder so nennen. Das wird nicht besser, nicht? Also Kreis ist echt blöd. Kreis ist echt scheiße. Und wir nennen uns Twister. Ne, keine Ahnung. Ich guck mal, wie es aussieht. Wie so ein Kinderspielteppich. Ne. Geht auch nicht. Die gepunkteten. Okay, aber dann, ich versuch trotzdem nochmal. Mit dem Kreis ist halt echt schwierig. Weil man halt auch nicht den Kreis sieht, nicht? Das ist halt so. Würde ich vielleicht sehen, wo der Pinsel gerade ist, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, runder zu malen. Ah. So, und dann machen wir schönes helles. Und dann noch einen dunklen Ring darunter. Fertig. Ah, sehr gut. Und wir nennen uns Saturn Devs. Passt doch perfekt. So, was wollen wir uns spezialisieren? Man kann eine Spezialisierung wählen des Genres. Zum Beispiel Action, Abenteuer, Gelegenheitsspiele, Puzzles, RPGs, Simulation und Strategie. Das wird am Anfang relevant sein und also, ich habe es nie geschafft, so viele Punkte freizuspielen, dass man das Hauptgenre wirklich sinnvoll wechseln kann. Höchstens einmal. Das heißt, man bleibt eigentlich in der Branche hängen, in der man anfängt. Strategie eindeutig. Dann brauchen wir aber auch viele Strategienamen, wie wie heißen die ganzen? Ich kenne die alle gar nicht. Warcraft, Craft War 3 oder sowas, nicht? Ja gut, hier kann man noch ein bisschen im Charakter rumzaubern, Farbe des Zubehörs nicht, aber ja, das ist alles, glaube ich, weniger relevant. Ist halt ein nettes Gimmick, aber man sitzt eh die ganze Zeit nur rum. Graue Schuhe oder so, kriegen wir es hin. Die werden rosa, nicht? Na gut.
weiße Schuhe, eine blaue Jeans und ein grünes Shirt. So. Farbe des Zubehörs ändert sich irgendwie gar nicht. Ach so. Okay, ich könnte mir noch eine Brille und sowas aufsetzen, nicht wahr? Ich könnte die Frisur ändern. Aber, ja, viel ist es halt nicht. Also, Kartengröße. Oh, 12. Ich weiß nicht, was das für ein Problem macht. Bitte wählen Sie einen Schwierigkeitsgrad. Lernprogramm deaktivieren. Ja, ich möchte nicht Lernprogramm aktivieren. Engine-Entwickler habe ich immer gehabt. Ist alles auf anspruchsvoll. Produzent ist schon richtig hart. Und das hier sind halt wirklich die harten Sachen. Was wirklich fies ist, ist die Anzeige von Prozentsätzen beim Erstellen eines Spiels nicht anzuzeigen. Dann kriegt man nur durch Zufall raus, ob man gut oder schlecht war. Ich würde aber sagen, Engine-Entwickler ist gut. Und Anzeige vom Prozent setzen lasse ich mal. Sonst gehen wir nämlich direkt pleite. Das hier passt. Tipps speichern. Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, behalten Sie alles Wissen, das Sie mit den Spielberichten Ihrer vorherigen Spiele gesammelt haben. Nein, möchte ich nicht. Erweiterter Start. Es ist am besten, dieses Kästchen nicht anzukreuzen, wenn es Ihr erstes Spiel ist. Doch erweiterter Start möchte ich. Zufällige Schieberegler für Spiele. Ja, wir wollen, dass die bei der Spielerstellung die Werte zufällig sind und nicht fix sind. Strategie wegen Schach, Chess. Wow, naja, gut, wir werden hunderte Spiele herstellen. Anfangsjahr nehmen wir natürlich so früh wie möglich. Sandbox ohne Geld? Nee. Ich würde auch sagen, 250.000 ist schon echt wenig. Viel weniger würde ich fast gar nicht machen wollen. Schwierigkeitsgrad, Spielgeschwindigkeit. Normal oder langsam? Ich weiß gar nicht, ob ich auf langsam oder sehr langsam gespielt habe. Wir spielen mal auf langsam. Schwierigkeit, keine Tipps speichern, der erweiterte Start. Und let's go. Ich hoffe, ich habe alles. Okay, Pause. Da sind wir. In unserer eigenen Bude. Zu Hause. Am Rechner. 1976. Wir haben eine Pflanze. Wir haben ein Bücherregal. Wir haben einen Computer, auf dem Pong läuft, wie ihr seht. Einen wunderschönen Mülleimer. Und das war's. Wir sind keine Spiele in Entwicklung haben. Aktuell ist Steampunk, Grusel und Religion sehr beliebt. Wir haben keine Umsätze, keine anderen Sachen. Und es gibt hier zum Beispiel andere Büros wie Epic Fails oder Roster, nee, Roxxon, Gamehouse, Kanomi, Ubihard, Rustin, Rito Games, Saturn Dev, natürlich die besten. Zenimin, Circle Enix, Snowstorm. Anstatt Blizzard, nicht? Genau, das sind unsere Konkurrenten, aber die werden lange Zeit keine Relevanz haben. Wir könnten sogar den Computer verbessern. Ah, okay, aber ja, das ist alles zu teuer, nicht? Wir haben gerade mal 250.000, wir müssen echt haushalten. Aber die Musik, ich sag euch, wie es ist, geht mir echt auf die Senkel bei der Lautstärke. Kann so leicht im Hintergrund dudeln, aber das ist auch schon alles. Okay, was können wir schon machen? Ich glaube, wir sind ja nach dem Tutorial-Modus, das heißt, wir haben mehr Optionen, richtig. Im Tutorial-Modus musst du halt erst das machen, dann das machen, dann das machen, dann klicke den Button und du hast keine Freiheiten. Das ist ein bisschen blöd. Hier haben wir ein bisschen mehr Freiheiten. Ja, wir können nur Strategiespiele herstellen oder aber zuerst eine Engine entwickeln, nicht? Eine 3D-Engine ist halt auch wichtig. Oder wir können für Publisher Sachen herstellen. Aber das kostet Strafen. Das heißt, wir werden sofort pleite, wenn wir das nicht schaffen. Und ich weiß nicht, wie viel
Punkte wir erreichen würden. Von daher würde ich das mal lassen. Wir können auch selber sagen, hey, jemand sollte ein Spiel für uns herstellen, dann müssen wir ihm aber das Geld vorstrecken. Und so viel Geld haben wir nicht, nicht? Das geht in die Hunderttausende. Verträge? Oh, weiß ich gar nicht, was Verträge sind. Remakes, Spiel des Jahres, ein Spiel portieren, kommen über die Jahrzehnte dazu und Spielhistorie dann, wenn wir Spiele hergestellt haben. In die Stadt und so können wir, glaube ich, auch noch nicht switchen. Doch, es ist Winter. Wir haben eine sehr große Karte und später können wir überall Studios kaufen. Überall, wo Studio steht. Aber wir können auch selber welche bauen. Also hier haben wir, wir wohnen hier ganz am Stadtrand. So, das ist der Genrebaum. Das nächste wäre rundenbasierte Spiele und RTS-Games, die wir herstellen können. Da müssten wir dann aber natürlich Punkte sammeln. Was wir auch machen können, Spionage. Beim Konkurrenten, dann kann man auch Genres klauen. Ansonsten sieht man, es gibt noch weitere Subgenres plus geheime Genres, die man nur durch Zufall freispielen kann. Die kannst du nicht erforschen, genau. Und ja, Mitarbeiterliste bin ich, nicht wahr? Und ich kann alles so zu 1,3 Viertel Sternen. Ja, muss reichen, nicht wahr, am Anfang. Später gibt es noch Produzenten, Personalverwalter, Buchhalter, Marketingmanager, Administratoren. Weil später kann man auch seine eigene Plattform wie ein Steam und sowas in diesem Spiel erstellen. Genau, was haben wir noch? Liste der Büros. Man kann Büros mieten, man kann sie kaufen, man kann sie später auch selber bauen. Was wäre das andere, was man noch machen kann? Hier sind die, ja, Mitbewerber, nicht? Mit denen kann man nicht nur Spionage machen, man kann auch Aktien kaufen, man kann auch Spiele cracken von denen. Es gibt ja einen Mail- und Posteingang, da kommen viele Nachrichten rein und halt das Optionsmenü. So. Jetzt müssen wir uns also entscheiden, was wir machen wollen. Achso, und es gibt Konsolenentwicklung. Man kann sowas, genau, man kann nämlich auch Konsolen wie ein Gameboy erschaffen. Nicht? Da kann man dann aussuchen, hier, welcher Bildschirm, welches Gehäuse, welcher Speicher soll rein, welche Module können rein. Man sieht aber, das kostet halt entsprechend. Und dann Grafikkarten gibt es zum Beispiel damals noch gar nicht in der Zeit. Das wird also immer mit der Zeit freigeschaltet. Und hier ist tragbare Konsole und hier normale Konsole, nicht? Und man müsste aber halt fett Geld investieren und die dann produzieren. Und mit 250.000 kommt man da nicht so weit. Wenn man 2-3 Millionen hat, kann man das Risiko eingehen. Und anscheinend muss man jetzt sogar Hersteller auswählen und die beeinflussen dann nochmal die Qualität. Oh, okay, das ist neu. Das kenne ich zum Beispiel noch nicht. Das heißt, da haben sich auch Sachen geändert. Das heißt, ja, das wird eine spannende Runde, ob wir überhaupt überleben. Was wollte ich machen? Also das ist Konsole, okay, weil das sieht aus nicht wie Konsole. Ja, später finden noch Messen statt. Aktuell gibt es keine Messe, man kann eigene Messen machen, da braucht man aber Messestudio für. Oder man nimmt an der Messe teil, das kriegt man dann aber per Mail. Dann kann man zum Beispiel wie auf die Gamescom gehen und sein Spiel vorstellen. So, ich glaube, damit haben wir jetzt alles einmal durch, nicht wahr? Ja, genau, und man kann auch das Design seines Studios je nach Studio auch noch anpassen. Kostet natürlich auch ein bisschen was. Oder die Urlaub, die Mitarbeiter in Urlaub schicken. Da nur wir da sind und wir noch fröhlich sind, würde ich sagen, fangen wir jetzt endlich mal an. Und ja, wir brauchen eine Engine, würde ich sagen, mit der wir nämlich Spiele herstellen können. Wir könnten auch Engine von anderen verwenden, aber die kosten Geld und Lizenzgebühren. Deswegen würde ich erst mit einer Engine anfangen und auf der Engine dann Spiele entwickeln. Weil so viel gibt es eh nicht, was man einführen kann, nicht? 2D-Grafiken, Monochrom und Monosound. 1976 gab es noch nicht viel. Und wir nennen das natürlich Saturn 5 Engine. Wow, was ein Wortspiel, würde ich sagen. Und die ist eine freie und Open-Source-Engine.
Das hat einen Grund, nicht wahr? Weil hier steht nämlich, sie können lizenzfrei machen, um die Gemeinschaft zu verbessern und ihre Spielengine heranziehen. Das heißt, wenn ich eine Spielengine habe, dann wird sie immer auch von anderen weiterentwickelt, wenn sie Open Source ist. Das heißt, ich kriege eventuell Feature, ohne Mitarbeiter einstellen zu müssen, nicht wahr? So, wir können nur die beiden Sachen auswählen. So, sonst kann ich die Engine eh nicht machen. Und was fehlt? Warum kann ich nicht erstellen drücken? Irgendwas fehlt. Aber was war denn das? Irgendwas musste ich noch machen, damit ich das machen durfte. Aber was war denn das? Okay, ich hätte vielleicht den Tutorial-Modus anhaben müssen, wenn sich irgendwas geändert hat. Es kann auch sein, dass man noch gar keine Engine herstellen kann. Und das erst freigeschaltet werden muss und man deswegen erstmal ein kleines Indie-Game machen muss. Das kann sein. Ah. Okay, na, dann machen wir halt ein Indie-Game. Wir können normal große und AA-Games nur machen, wenn ein Indie-Game erfolgreich war. Dann dürfen wir normale Spiele machen. War ein normales Spiel erfolgreich, können wir große machen. War ein großes erfolgreich, können wir AAA-Spiele machen. Starte eine Umfrage auf Twitch. Mal gucken. Funktioniert das? Ich sehe keine Umfrage. Hat ja richtig gut funktioniert. Also eigentlich soll es mit Twitch verbunden sein, aber es funktioniert nicht. Das heißt, die Zuschauer können jetzt nicht abstimmen, wie wir das nennen wollen. Dann nennen wir das... Ja, wir haben ja Strategie, nicht? Dann nennen wir das... Saturn Base. Spielengine keine. Genau. So, wir wollen uns auswählen. Produzent, ja, keiner, nicht? Buchhalter, keiner. Wir müssen Strategie auswählen. Nur das können wir machen. Und jetzt ein Thema. So, jetzt können wir nach Beliebtheit gehen. Aktuell ist Steampunk beliebt. Grusel, Religion, Cartoon, Piraten, aber die auf Abnehmen. Mittelalter, Filmadaption, Evolution, Vampir, Programmieren. Western, Fantasy. Also nichts, was wirklich mit Weltraum zu tun hat. Suggestion, time is over. Ah, jetzt kam das. Interessant. Okay. Ja, das ist ja doof gemacht. Okay. Ja, also der Abstimmungsmodus ist nicht, es wird eine Abstimmung gemacht, sondern man muss über Chat-Nachrichten dann einen Namen eingeben. Das ist ein bisschen, ja, komisch aufgezogen. Aber wir haben es mal probiert, nicht wahr? Wichtig, wichtig, wichtig. Ich glaube, Weltall ist gar nicht so beliebt. Wo ist er denn? Science Fiction hier vielleicht. Mittelalter, das passt nicht. Transport. Ein Strategie-Game in der Wüste. Könnte auch Saturn, Wüste, nicht? Cyberpunk ist gerade im Kommen. Jetzt ist natürlich wichtig, nicht? Auch wenn die Sachen jetzt beliebt sind, könnte es ja passieren, dass bis ich fertig bin, die Sachen nicht mehr beliebt sind und einen Wechsel gab. Sachen, die aber vielleicht unten sind, steigen eher höher und welche, die oben sind, fallen eher tiefer. Deswegen wäre vielleicht Cyberpunk gar nicht so verkehrt. So, alle Zielgruppen. Man kann auch sagen, nur für Erwachsene. Und es gibt nur eine Konsole, 1972, die Ulysse Magma Box. Ja, eine Prozessorleistung von 3, heißt Monosound und noch irgendwas. Nur die können wir nehmen. Und ich würde sagen, damit starten wir rein. So. Jetzt kriegen wir nämlich hier oben immer Sachen angezeigt, schalte eine Plattform frei, etc.
Und jetzt fängt der Fleißige an zu programmieren. Ich setze mich mal da unten in die Ecke. Ich glaube, da sind weniger Hinweise. Da störe ich euch nicht so. Und irgendwo war Beschleunigen, hier unten. Da muss man aufpassen, dass man nicht überbeschleunigt. Und hier oben ist jetzt ein Balken, der läuft, nicht? Wie viele Punkte ich erzeuge. Ich liebe Strategie-Games. Hier fliegen die Punkte rein, die ich programmiere. 3 haben wir geschafft. Und das ist jetzt die erste Phase. Jetzt haben wir quasi die Kreativphase vom Spiel gehabt. Und jetzt gibt es so einen Arbeitsaufwandzeiger und jetzt können wir Sachen festlegen. Wie wichtig sind uns zum Beispiel Charaktere in diesem Game? Und man sieht hier zum Beispiel, wir brauchen mehr Hinweise. Hier haben wir gar keine Hinweise. Das heißt, visuelle Aspekte, weiß ich nicht, wie wichtig die sind. Wir können jetzt höher gehen, dann wird aber auch der Arbeitsaufwand zu viel. Wir können aber auch sagen, Gameplay ist nicht so wichtig und die Charaktere vielleicht gar nicht so viel wichtig, nicht? Dass wir lieber auf visuelle Aspekte gehen. Ja, wir können nur 2D-Monochrom-Grafiken machen, was anderes gibt es ja noch nicht. Und ja, damit ist die Designphase dann abgeschlossen. Und damit geht es in die zweite Phase der Entwicklung. Und jetzt können wir das Spiel zum Beispiel ankündigen in Magazin und sowas am Anfang. Das geht dann ein bisschen automatisch, auch Mundpropaganda eher. Eigentlich ziemlich cool. Aber wenn man das zu früh macht, dann geht der Hype hoch und fällt wieder runter, wenn das Spiel noch nicht fertig ist. Das heißt, man muss hier am Anfang gerade den richtigen Moment abpassen und dafür muss man seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit kennen. In der zweiten Phase, nicht, ist jetzt noch gar nicht relevant, dass wir irgendwie das Spiel ankündigen, aber in der dritten Phase, so, ich würde sagen, so ab der Hälfte vielleicht, können wir sagen, wir wollen einen Hype erzeugen. Was auch wichtig ist, wir haben natürlich auch Ausgaben, nicht, und Kredite, die laufen. Und deswegen machen wir aktuell 2.900 minus im Monat. Wir haben uns halt selbstständig gemacht und wollen, ja, reich werden mit Spielen. So, aktuell sind wir halt in der Designphase, nicht? Und haben schon 11 Designpunkte hergestellt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt brauchten. Hier, falls man nicht weiß. Später hat man ja 6-7 Studios, nicht? Dann kann man da direkt drüber hinspringen. Oder auch 2 Büros dran setzen oder auch abwählen. Aber was ich nicht sehe, wie viele Punkte ich überhaupt bräuchte gerade. Das fehlt immer noch. Und hier oben steht immer den nächsten Erfolg, den man noch freischalten muss. Online-Spiele veröffentlichen. Ein Server, das ist, weil das ein neuer Erfolg ist. Ich hatte eigentlich fast alle Erfolge freigeschaltet. Oh. Wir können mal beschleunigen ein bisschen. Zack. Okay. Und da sind wir in der zweiten Phase. Die Technologie. Jetzt können wir noch Mono-Sound hinzufügen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Später hat man natürlich hier Prozessor und Grafikleistungen von 30 oder 20 oder auch 10 am Anfang. Und dann hat man hier verschiedenste Sachen, die dann Grafik oder Rechenleistung brauchen. Und wenn man in der ersten Phase falsch wählt, kann man bei Technologiephase vielleicht nichts mehr hinzufügen. Also da muss man echt die Sachen kennen, um die richtigen zu wählen. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie wichtig ist uns Physik in Spielen? Wir haben wenig Hinweise. Wir wissen nur, das ist zu viel. Das heißt, gehen wir mal Physik. Ist eigentlich aber relativ wichtig in dem Spiel. Künstliche Intelligenz, weiß ich nicht. Sound, ist jetzt nicht so wichtig. Ich würde sagen, das ist wichtiger, die Physik, als das hier in unserem Spiel. Mono-Sound lassen wir an. Kann man auch nicht abwählen, warum auch. Und ich würde sagen, damit ist die Technologiephase beschlossen. 5 Wochen.
dauert es, weil wir 3 Punkte halt hinzufügen. Oh, wir gehen mal auf Phase 3. Weil wir können auch auf vierfache Geschwindigkeit gehen, nicht? Es passiert am Anfang halt recht wenig. Es wird dann aber immer mehr über die Zeit. Ja. Und es ist auch gut, dass da ein Bild von unserem schönen Saturn hängt, der uns motiviert, weiterzumachen. Und die nächste Phase ist gleich fertig. Zack. Da sind wir in der Perfektionsphase. Da können wir jetzt nochmal gucken. Optimierung. Ah, wir brauchen nicht viel Optimierung. Grafik. Ja, da will ich nochmal ein bisschen was reinstecken. Und Animation ist vielleicht auch wichtig. So. Wir können noch nichts hinzufügen, nicht? Es gibt 76 noch nicht viel. So, und jetzt wird es wichtig, dass wir im richtigen Moment dann diese Hype-Dings drücken. Lieber zu spät als zu früh. Man muss das Spiel nicht sofort veröffentlichen, wenn es rauskommt. Machen wir mal hier so ab der Höhe von dem E vielleicht. Sprich mit der Presse, das kostet nämlich nichts. Genau, wir können auch eine Demo erzeugen, aber da müsste jemand die Demo machen. Beziehungsweise würde es uns Geld kosten und wir haben kein Geld am Anfang. Ah, seht ihr, zu spät angefangen. Andererseits geht der Hype wahrscheinlich auch nicht so extrem hoch. Ist die Frage, wann steigt er noch, wann geht er runter? Ist halt Zufall. So, jetzt wird das Spiel finalisiert. So, und jetzt können wir abwarten, wie hoch der Hype geht, 7%, und können jederzeit das Spiel veröffentlichen. Können wir jetzt eine Spielengine machen? Immer noch nicht. Weil, was fehlt? Irgendwas... Ich weiß, man musste irgendwas anklicken. Wo ich dann dachte, boah, das muss man anklicken. Das war ganz was Blödes. Oder man musste das erste Spiel veröffentlichen oder so. Was wir aber machen können, während wir warten, schon mal ein zweites Spiel machen. Subatomic Golf. Klingt ja nicht ganz so gut, oder? Was können wir noch machen? Wir gucken mal in die Themen, die gerade auch noch aufstrebend sind. Cyberpunk steigt zum Beispiel immer noch. Industriegames. Oh ja, dann machen wir doch den Worker-Gigant. Und jetzt könnten wir eine Spielengine auswählen. Die sind natürlich alle fast proprietär, würde halt Geld kosten, die zu verwenden, nicht wahr? Ich nehme erstmal unsere Standard-Sache, keine. Das heißt, wir machen unsere eigene. Und Industriestrategie, Worker Giant und starten. Charaktere gar nicht wichtig. Gameplay, oh, visuelle Aspekte, oh. Auch nicht so wichtig. Weiter. Hier warten wir auf den Hype. 9%. Zehn, elf. Zwölf. Vierzehn. 15, 16, 17, okay, wir können bei dem nächsten Spiel auf jeden Fall wesentlich früher damit starten, mit der Phase. Okay, jetzt die Technologiephase. Physik ist in dem Spiel gar nicht wichtig. Künstliche Intelligenz mehr und der Sound manchmal ein bisschen weniger.
18. Das heißt, wir können diesmal in der zweiten Phase, glaube ich, schon damit mit dem Hype anfangen. Zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig. Ich hoffe, es geht noch hoch. 26. Siebenundzwanzig. Und neue Funktion ist verfügbar. Und zwar Ranglisten. Prozessorbedarf 2. Und ich würde sagen, ob und wie wir unser Spiel releasen, sehen wir in der nächsten Folge.